Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Vaal. Wir waren das letzte Mal, also das letzte Mal sind wir gestartet mit dem Ninja, sage ich mit dem. Also er ist Shadow und wir entwickeln ihn in Richtung Thunderstrike. Und jetzt wollen wir mal den Thunderstrike holen. Ich glaube, den gibt's hier oder so. Ah ja, wir haben ja zwei, genau. Wir haben zwei Runen von dem. Wir müssen, glaube ich, nur Level 10 werden. Okay, dann können wir eigentlich nächstes Mal ihn gleich einsetzen. Wenn nichts dazwischen kommt. Also machen wir ein bisschen vorwärts, um Level 10 zu erreichen. Hier ist überall nichts. Vielleicht hier unten. Ja, schon die zweite Ebene. Ja, da macht dann wirklich viel Spaß. Ab Level 19 bekommen wir dann noch den Lesser Multiple Protection Projekt Skill. Der macht, dass wir anstatt 3 Schüsse, 6 Schüsse, glaube ich, oder 5 Schüsse schießen mit dem Thunderstrike. Und dann gibt es noch ein Thunderstrike Ball Stone, also ein besser, wie ich da in der Mitte habe zum Aufladen. Auf der mittleren Maustaste. Und der schießt dann Arcs, also die Kettenblitze. So, bald haben wir. Okay, noch ein bisschen mehr als die Hälfte, aber dann haben wir Level 10 erreicht. Ich hoffe, es ist ab Level 10, aber ich denke schon. Ja, der Ding macht noch nicht so viel Damage, der Whirling Blade Skill. Aber das kommt dann schon. Und ich bin nebenbei noch an einem Searing Bond Templar dran, der MF macht. Können wir dann ihn auch mal ein bisschen spielen und ich zeige euch dann, wie ich am besten MF mache. Er ist halt ein bisschen langsamer, aber dafür ist er nicht itemabhängig, überhaupt nicht itemabhängig. Der macht so viel Damage, dass wir kein Problem haben werden. Aber Hauptding machen wir hier im Lightning Strike. Und ja, wir müssen dann schauen, wie wir den Mönner steigen. Der ist ja Hammer. Und der Shadow hat kein Hammer-Verstärkungsding. Da müssen wir auf allgemein nah, also Einhandwaffen. So, jetzt können wir eigentlich wissen, wir haben Level Up. Gehen wir doch mal zurück. So. Ja, ich bin durch. Lightning Strike. Hier, der Lightning Strike. Da ist nicht gut. Hier ist gut. Und Passive haben wir nicht. Also Support. Die wir schon einsetzen können. Fast Projektil wäre nicht schlecht. Aber gibt's den schon hier? Ich möchte Fast Projektil. Ha, hier ab Level 18 ist hier eine. Haben wir denn Dingssteine? Einen haben wir. Scoringsteine. Nein, das bringt's nicht bei dem. Warten wir lieber noch ein bisschen. Und schauen und genießen diesen Skill. Ich hoffe, er ist immer noch so gut, aber ich denke, der wurde nicht genervt. Ja. Da seht ihr mal die Reichweite.
Aber er braucht viel Mana. Fast schon zu viel. Aber nutzen wir doch lieber ein bisschen den Doppelstrike. So. Hier haben wir noch einen Durchgang. Ja, momentan ist er halt noch recht schwach. Alles kommt gleich. Bald. So, hier ist der Eingang wieder. Haben wir einen Rundgang gemacht. Ah, Multistrike haben wir auch bald. Der braucht nicht so viel Level. Komm, Level up, hopp. Der Ding braucht ein paar Level ups, der Game. Dieses Skill erinnert mich an die Speerangriffe der Amazone in Diablo 2. Die hat auch so nach vorne geschossen, Blitze und so. Durch den Gegner. Ach komm schon. Da drüben ist noch ein, ja, ganz unten rechts. Das ist wieder so eine Map, die mich in den Wahnsinn treibt fast. Aber wir sind ja schnell, recht schnell. Wenn wir dann Level 31 haben, dann haben wir noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit durch den Hest-Spell. Und ja, Bewegungsgeschwindigkeit durch Passive bekommen wir noch recht viel. Wir brauchen vor allem die Elemental Knoten dann noch. Und dann Items mit Elemental. Und ja. Ich bin gespannt. Also eigentlich sollte der richtig fetzen. Dieses Bild. Sonst können wir immer noch umskillen. Oh, der macht Damage. Oh. Der Shadow, also der zweite von dem mittleren Skill, der macht so extrem viel Damage. Das ist ja mal krass. Den lasse ich noch ein bisschen drin. Ich hoffe, der wird noch länger dran. Ja. Vorher war es nur 1 und jetzt war es 3 Sekunden. 90 Sekunden. Also 9 Sekunden. Okay, dann machen wir dieses Level noch kurz und dann gehen wir zurück ins in die Stadt. Und schauen mal den Multiple Attack Ding. Multiple Strike, glaube ich, heißt er. Game on. Ach, sterbt doch alle. Ha, die Blitze haben ihn getötet. So. Elemental Resistance brauchen wir noch nicht. Aber ich glaube, die sind genug schnell, wir müssen gar nicht zu. Wir brauchen gar keinen Faster. Dann braucht es noch mehr Mana. Ne, irgendwie nicht. Kein Bock. Also hier ist wichtig, dass wir eigentlich Clarity nehmen. Oder Rough. Eigentlich haben wir ja genug Mana. Dann Rough. Rough bitte irgendwo rein. Hier. Dann werden wir den anmachen. Und hier möchte ich dieses Amulett, das habe ich jetzt lieber getan. Das war noch auf der Poison Hack, auf der Dame mit dem Poison Arrow. Rangerin, genau, Rangerin. Und ah, hier haben wir ein Clarity, aber wir nutzen wir noch nicht. Ja, die hat den noch gehabt. Jetzt benutzen wir noch dieses Schild. Mit dem Double Strike. Das Schild können wir verkaufen, oder? Ja, ich lege es hier hin. So, für die anderen Champions. Und jetzt
Multi-Strike sollte irgendwo hier unten sein. Ich frage mich, wie es aussieht. Oder hier? Ja, hier. Multi-Strike ab Level 19, okay. Sell Items. Nicht gut. Ach, nicht gut. Ich leg die mal hier hin. Vielleicht kommt ja einer noch in die Gilde. Irgendwie ist die Gilde tot. Alle haben keinen Bock, weil es halt im Endgame so langweilig wird. Aber ich finde, im Endgame wird es eher ein bisschen besser. Ich verstehe manche Leute nicht. Vielleicht haben sie so lange gezockt, dass sie wirklich keinen Bock mehr haben. Das ist nämlich nicht gut. Weil manche waren eine 24 Stunden online und haben halt das Game durchgesuchtet. Und irgendwann hat man dann keinen Bock mehr, das ist ganz normal. So, machen wir die Aura an. Die frisst halt sehr viel Mana. Also reserviert, eher gesagt. Aber das macht nichts. Geh weg, du. Und die anderen auch. Verwundbar werden. Das war eine unverwundbare Aura. Nur der Boss ist dann verwundbar. Und alle in der Nähe sind dann unverwundbar. Und das ist nicht so gut, da muss man immer auf den Boss gehen. Wenn der down ist, sind die anderen auch nicht mehr unverwundbar. Bam! Voll eins in die Nüsse. Es ist halt schlecht bei denen, wenn sie in die Luft hüpfen, dann sind sie verwundbar an den Nüssen. Da kann man ihnen eins reinhauen. Und dann kommen schön die Blitze durch die Nüsse hindurch, durch das Arsch. Und hinten wieder raus. Oh, ich bin ein bisschen pervers. Stimmt, so habe ich euch. So. Oh, ich habe hier nicht den Double Strike. Double Strike. Danke, jetzt habe ich auch wieder Mana. Und Pam. Also jetzt machen wir schon fett Blitzschaden. Noch dazu. Die Mana-Regeneration ist auch super. Sehr schön. So, und ist dabei? Nein, ist noch nicht dabei. Ja, das ist so ein Game, der levelt sehr langsam. Da müssen wir halt sehr viel üben. Also, ja, leveln. Zwischendurch noch in andere Gebiete gehen, um ein genug hohes Level von dem Game zu haben. Oh, und jetzt leckt's. Sorry dafür. Ach komm schon. So. Ja, war wieder Fraps und ist immer noch Fraps. Ach komm schon, Fraps. Gut. Ja, sie hat sich von alleine erholt. Ah, hier können wir noch die zwei Mana nehmen. Genau. Dann nehmen wir die nachher gleich. Dann haben wir genug Mana. Mana-Knoten. So. Wahl-Double-Strike. Hat ja 3, 9. Und jetzt? 4. Okay. Und 10. Hundstel pro Level wahrscheinlich. So. Ihr habt doch keine Chance. Das müsst ihr doch wissen. Haut doch einfach ab. Nein, haut am besten nicht ab. Einfach Kanonenfutter sein. Hahaha. Ha, ha. Wir benutzen mal die Whetstones.
So, und jetzt kommt Whirling Blade. Eigentlich müssen wir das nicht leveln. Machen wir weg. Also ich habe jetzt nicht drauf gedrückt. Ich habe es mit Rechtsklick weggemacht. Jetzt bleibt es hier unten. Und wird rechts nicht mehr angezeigt. Weil die Mana-Kosten, die erhöhen sich nur. Ich wollte hier... Genau. So. Jetzt kommt der Große wahrscheinlich bald. Da haben wir den schon besiegt. Nein, den haben wir noch nicht besiegt. Das Gute an dem Schild ist die hohe Life-Regeneration. Ah, wir haben ihn schon besiegt. Ich habe ihn gar nicht gesehen oder gemerkt. Und das ist halt sehr für Survival gut zum Überleben. Da muss man keine Heiltränke saufen und so. Und 7, glaube ich, 7,2 oder so. Ja, 7,2 ist extrem hoch. Also, wenn ihr ein Rytheros Fire Bild macht, wo halt euch auch Fire Damage hinzufügt, dann wäre das Schild optimal. So ein Champion wollte ich so einen Charakter wollte ich mal machen, aber ja, war dann recht langweilig. Man muss eigentlich nur durchlaufen. Und es blockt halt nicht immer. Ich glaube, gegen Zauber oder so prockt es nicht, da muss man die manuell Ding töten oder so. Ich weiß es nicht genau, ich habe ihn nicht richtig angetestet. Aber das wäre so ein Champion halt, der Easy Mode hat benutzt und ja, nicht viel braucht. Aber ist nicht gut zum Magic Feind machen. Ich sehe so als Fangcharakter da. So, hier ist nichts. Ah, da unten ist ja schon. Okay. Haben wir denn die Höhle schon? Und dann auch bald einen kostenlosen Passivpunkt dazu. Oh, 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 oh. Nicht lecken, Fraps. Fraps, die Legende Sau. Fraps, das schlechteste Aufnahmegerät. Aufnahmeprogramm, das es gibt. Aber das Einzige, was bei mir anständig funktioniert. Ich muss eben eine neue Grafikkarte nochmals haben. Ich habe ja erst eine neue gekauft, aber natürlich geht dort Shadowplay auch nicht. Da muss ich natürlich Shadowplay eine neue Grafikkarte haben, was Shadowplay geht. Und das ist dann ein sehr gutes Programm. Da habe ich sehr viele positive Kommentare gesehen in Foren und so. Und es frisst dich zu extrem viel. Das ist ja schrecklich. Was Fraps manchmal frisst? Einen eigenen PC. Frisst einfach mal die RAM von einem eigenen PC. Von einem ganzen kompletten PC. Ich habe zum Beispiel 8 GB RAM und ein Spiel braucht höchstens 4 GB. Dann müsste also Fraps ungefähr 4 GB selbst fressen für sich. Das ist zu viel. Und das merkt man halt auch manchmal auch hier. Aber eben. So schlimm ist es nicht. So. Ein Baitred Helm. Sieht komisch aus. Ich sollte dann irgendwann mal noch hier zu Acting Blows gehen. Soll ich unten durch? Ja, ich gehe unten durch. Aber zuerst gehe ich hier auf die Schnelligkeit Harrier. Also zuerst Mana und dann Harrier und dann Acting Blows. So. Gut, dann gehen wir hier zum Piraten. Kloppen einen in den Eimer, in den Wanst. Oh, ein Glassblower-Bubble.
Eigentlich schon sehr viel, aber macht nichts. Haben wir noch mehr? Die sind ja mittel selten. Und jetzt haben wir einen auf Lightning Strike. Du auch. So können wir direkt weitergehen. Aber zuerst gehen wir noch kurz ins Lager. Dazu gehe ich hier durch. Mache ich noch kurz einen Schnitt. Oder nein, noch nicht. Noch keinen Schnitt. So. Sell Items. Jetzt. Ja, wir haben schon mehr als 20 Stück. 23 Stück haben wir, sehe ich jetzt gerade. Okay. Dann weiter haben wir Mana Guys hier, sehr schön. Und hier können wir noch irgendwas aussuchen. Hier ist Hatred mit Cold Damage. Ich brauche eher irgendwas, was ich noch zusätzlich hin tun soll. Den Helm. Einen Helm bräuchte ich bald mal. Irgendwo habe ich noch einen Helm, aber... Ah, hier. Das ist ja der Helm. So. Dann mache ich den... Nicht den Double Strike, den... Auch nicht den Reef. Wo ist der jetzt? Ah, der rote. Es ist, er ist ja rot. Machen wir den hier hin. Wailing Blitz machen wir hier hin. Und ja, ist gut. So, der, was haben wir hier? Cold Damage, glaube ich. Ja. Cannot be shocked. Sehr gut. Okay. Verbessert sich denn die Projektile bald mal noch? Ist noch ein bisschen schwach. Wie viel sind das? 13 bis 61 Lightning Damage. Okay. Ja, recht viel Damage schon. Aber eben noch nicht genug. Ich will One-Hitten. Bringt eigentlich Pierce irgendwas? Oder piercen die immer? Könnte man noch Pierce reintun? Wir könnten zwei Lightning Strikes einnehmen. Eine für Einzeltargets und eine für Multitargets. Ja, es pierced nicht. Dann wäre eines mit Pierce schon recht gut. So, Rod Level Up. Jetzt macht das auch ein bisschen mehr Damage. Kiste öffnen. Was ist das drin? Sehr schön. Und wir haben wirklich unendlich Mana. Das regeneriert immer wieder. Sehr schnell. Oh, ein Bringer of Regality. Der hat Lebensregeneration. Sehr viel, sehe ich gerade. Aber kein Problem für unseren übermächtigen Shadow.
Level Up. Jetzt drüber nach Harrier, genau. Und hier hin sind wir schon in der Endboss, also in der Akt-Boss-Area. Noch drei, also noch zweimal runtergehen und dann haben wir es. Easy Mode. Der Boss von dieser Area. Töten wir den. Keine Chance. Wir sind so gut. Ich hoffe, das bleibt so. Aber eben ein bisschen auf die Defensive schauen. Und eigentlich müsste man bis Merciless durch rushen können. Eingefroren schön, wenn wir zuschlagen. One hit kiss. Aber wir könnten noch die zwei Blitz Damage Kills nehmen. Nichts Kills. Fähigkeiten. Oben bei den Magefähigkeiten der Shoto. Oder bevor wir dann zu Ding gehen. Oder wir nehmen. Wir gehen oben durch. Ja, wir gehen eigentlich oben durch, oder? Da gibt es nämlich noch ein gutes Mana-Ding. Da müssen wir unten nicht durch. Ich zeige euch dann gleich. So. Also wir gehen hier nach oben. Dann hier nach Reaper. Durch. Spell Power. Nehmen die mit, die mit. Gehen hier runter und hier rüber. Nehmen wir das noch mit. Also brauchen wir das unbedingt? Ich denke nicht. Wir gehen hier geradeaus, nehmen das mit, vielleicht noch hier das Life und Mint Drinker unbedingt auch noch mitnehmen. Ob wir dann, wir könnten eigentlich hier noch auf Poison gehen, dann müssen wir Möllner nicht, ja, wir werden zuerst Dagger benutzen, genau, weil bis wir Möllner finden, haben wir schon lange sehr gute Dienste mit dem Dolchen gemacht. Deswegen gehen wir rüber zu den Dolchen. So, wo ist denn der Ausgang? Wo ist die Dame hin? Wow, super. So. Ja, genau, hier. Schnelligkeit. So, jetzt können wir den Ding töten. Oder die. Ich habe keine Chance.
So haben wir das und wir können weitergehen. Also mache ich noch bis Akt 2. Dann ist das halt ein bisschen längeres Video. So, der. Das ist ja so einfach mit den Low-HP-Gegnern. Dexterity. Ja, da kann ich euch bald auch der dritte Akt zeigen, weil der zweite Akt ist wirklich nicht lang. Da gibt es schöne Gebiete, die nicht so groß sind. Also wo wenigstens erkenntlich ist, wo man hin muss. Nicht so verirrt ist wie im ersten Akt. Aber im ersten Akt ist es eigentlich auch nie sehr geradlinig. Also dritter Akt, der ist am schlimmsten. Der hat wirklich ein paar verwinkelte Gebiete. So. Muss ich ja nicht so pressieren wegen den Aufnahmen. Ich möchte nur nicht die Aufnahmen mit in einem Gebiet, wo es keinen Waypoint gibt oder so, wenden, sonst muss man das doppelt machen im nächsten Paar, weil ich auch manchmal ein bisschen pausieren muss und das Game halt beenden muss. So. Easy Mode. Ist es ein gutes Gebiet? Nein, mit Life und Elemental Resist. Nein, danke. Oh, das ist schon wieder Lightning Strike. Da kommen wir schon wieder bei der Level über. Sehr schön. Und hier ist auch das Camp. Also, dann reden wir das nächste Mal ein bisschen mit den Leuten hier. Und ja, schauen hier, ob wir neue Items nehmen können, benutzen können. Zum Beispiel hier, Peregrine. Ja, ist jetzt nicht so gut. Ah, hat Magic Find, nehmen wir mit. Und ja, sonst hat ein paar Gems und so weiter. Was haben wir für ein Level? 15, okay. Bald haben wir 19. Und dann können wir auch lesser multiple Projektile benutzen und so weiter. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.